trotzdem vom Punkt. Das ist alles okay? Oh, das tat echt weh. Schick du mal Dispatch, ich ruf die an, ja? Oh mein Gott. Nur eine Frage, denn du wirkst etwas geschwächt. Was wolltest du bei der Weggabelung? Es war ein Picknick. Mit deiner Mutter. Ich glaube, er will deine Gefühle verletzen. Klappt nicht. Oh Gott. Ja? Oh Gott. Oh Gott. Wir fahren alle kommen, du bist so ein Gott. Okay, das war cool. Oh, das war cool. Was ist jetzt mit den Herren hier? Sind die versorgt? Sind die gepflastert worden? Du musst mal gepflastert werden, ne? Oh, ja. Leitstelle für die 76, komm. Hört, komm. Alles ruhig im Pipi, komm. Wenn Sie das PD meinen, dort ist alles ruhig. Über alles andere brauchen Sie von mir keine Auskunft erwarten können. Voraussetzung, Thema FIB, wenn ihr da, also, das ist ganz große Grundvoraussetzung, kleinster Kreis, größtes Vertrauen, uneingeschränkt alles. Also ich habe bei Herrn Radeski gestern ausgesagt, dass wirklich großen Pimmel. Kann damit also, das, wenn ich jetzt sage, ich kann damit umgehen, hört sich das auch falsch an. Okay, mach weiter. Sag nochmal was. So. Oh, zu laut. So besser? Ja, so ist gut. Meine, ich hab mal Halskutzchen gelutscht und jetzt geht's wieder. Mhm. Bist also ein Lutscher. Musst du dich ja scheinbar auskennen, wenn du das so einschätzen kannst. Wow! So. Spiegel! Ja, Walter, hältst du mit fest? Perfekt. Ich glaube, ich hör dir mit. Sieh doch, sind da. Boah! Hallo! Der Pen. Ja. Du und ich und Wolf. Jetzt. Ihn dann streicheln oder im Zoo oder? Nee, nicht vor. Ein Wolf laufen oder? Achso, ach, warte mal. Ich bin nicht in der Stelle. Nee, du bist vor allem auch nicht Häberle. Achso, ja, nee, ich bin auch nicht Häberle. Mann. Ja, das hast du mir schon mal gezeigt. Das ist aus wie so ein Hintern. Man könnte sagen, das ist ein kleines Küken oder ein Huhn von hinten, ne? Aber warum sollte ein Huhn von hinten neben dem offensichtlichen Ausgang nochmal zwei Löcher daneben haben? Erweiterung oder was? Die müssen ja gucken, wo sie die Eier hinlegen. Alter, du bist halt besonders schlimm. Du hast halt ist ja, auch voll cool, wir stehen alle insgesamt, glaube ich, 4 Meter auseinander und telefonieren. Ja, und ich muss abhalten. Oh, ja. Ich muss abhalten. Okay, ich bin wieder, also ich hätte jetzt gesagt, schwierig. Hey, Herr Rivers. Ja? Und ich sage so lange den anderen nichts. Gut. Tun Sie das. Das mache ich. Da bin ich ja mal gespannt, ob ihr was erzählt. Ich bin jetzt ein fucking Trickster. Krass. Picken Sie nicht mit meiner Gang, sonst machen wir Brainstorming. Soll ich Papa Keen mal anrufen? Und dann, nee, oh, nein, ich bin kein Trickster. Jetzt gucken die sich süß in die Augen, guck mal. Der soll sich mal denken, was er will. Nee, wir haben Sex, du Arschloch. Ich hole meinem Kollegen gerade einen runter, weil ich ihn so gern mag. Wirklich, also. Ich habe gerade eine Lenkradsperre. Komm rein. Hier gibt's einen Geheimgang. Der geht direkt zum. Oh, sie ist wach geworden. Fährt die weg, wetten? Ich fährt jetzt weg. Oh, Scheiße. Mann! Ey! Ey, das ist unfair! Ey! Scheiße. Hat uns einfach mal getäuscht, so. Ja, bitte. Willst du mit mir Schleifer fahren? So richtig in die Verbrecher rasen? Und vielleicht auch mal einen durch die Gitter schlagen? Willst du mit mir Schleifer fahren? Verdammt. Hätte nicht gedacht, dass du mich das irgendwann mal fragst. Bin so glücklich gerade, oh mein Gott. Wer ist die Leitstelle? Du? Ich mach morgen Leitstelle. Morgen. Miguel, du hast keine Zeit für Smalltalk. Ich merk, das muss los. Hey,
Das war nicht der Plan, ne? Das war ziemlich dumm. Stehen bleiben! Bleib stehen! Tschüss! Leg die Waffe weg! Bistig! Schlaf da, bleib stehen, verdammt nochmal! So, die Kollegen, wir wurden gerade von Schlaf im Azegas Palace. Das hast du extra so schräg gemacht! Nee, gar nicht. Die sind so schräg reingekommen, getroffen, Dings. So. Du bist, ich weiß nicht, wie kannst du das, wenn man anderen Leuten extra wehtut, so einer bist du. Moment, ich bin Mediziner, ehemalige Medizinerin, ich kann das auch. Moment. Der ist schon raus, halt den Namen. Ja, aber es sind immer zwei Laden. Nein. Ach, scheiße, da ist ja auch noch Moment, einer. Moment, ich zeig dir mal, wie das geht, wenn man die wirklich schräg rauszieht. Das ist dann, Moment, so. Ah, da! Warum machst du das? Weil sie wissen wollten, wie sich das anfühlt. Das hier ist ein Level. Du bist einer. Ha, ich hab einen. Schwing, ding, ding. Irgendwann eine Adamsmelode gleich mal. Rüdiger! Rüdiger! Die hat im Klo gesteckt. Die hat Herr. Warst du nicht dabei? Doch. Du warst dabei. Ja, Schlaf doch. Da hat die ins Klo gesteckt. Da habe ich gesagt, ihr könnt mal auf den Kopf kacken. Nix, ich kack dir gleich auf den Kopf. Warum umarmt er die Säule? Ist der Objekt für die. Objektophil. Da wollte auch mal so ein großes, rundes Ding in der Hand haben. Du bist der böse Cop. Ich mach mit. No. Hey, hier wird nicht gegenverhört. Sonst wirst du verklappt. Verklappt. Ich schreib mit, gar kein Problem. Gut, perfekt. Hey, du bist auch verklappt. Bleib immer am Ball, Club. Die Sache kommt ins Rollen. Ey, komm schon. Es tut mir leid, ich konnte nicht meine Hände folgen. Nimm deinen Top und mach's weg. Ich mache hier gar nichts. Ich nehme gleich einen Lappen von, Ja? Wie nennt man das denn? Jacke und mach das. Jacke? Jackett. Das ist doch Jacke wie Hose. Was passiert? Wie ab am Eclipse Tower. Jetzt fahrt. Oh! Oh! Das ist ja, Boot 4. Der ist also so, wenn mit ihr abtippt, das ist vorbei. Wir werden jetzt. Ich schicke Dispatch, der hat perfekt eingesagt. Dann können Sie sich angucken. Mal Strafe errechnet. Das Ganze beläuft sich auf $28.625 und 300 Monate Haft. Folgende Punkte werden Ihnen dabei zur Last gelegt. Das Fehlverhalten im Straßenverkehr, die Rettungsfahrzeuge blockieren, ja, die kamen ja nicht an Sie direkt ran, fahren ohne Licht, das haben Sie sich kaputt gefahren, das falsch parken, das war ja im Endeffekt auf der Treppe. Mit Kessel, die müssen wir tatsächlich auch noch reden. Wie jetzt? Die drei zusammen oder was? Nein, ich und Clara. Clara und ich. Ach, der Clara ist auch so ein Name, ne? Also nichts gegen deine Verlobte, aber... Er ist richtig. Da habe ich immer eine schwarz-weiße Kühe im Kopf. Oh, wow. Ist ja eine schwarz... Also, wenn die beiden am... Dann ist sie auch... Ja, oh, weia. Könnt ihr... Was hast du gesagt? Wer sind sie eigentlich, die beiden? Also, ich hab's mit Namen nicht so. Ich vergiss Wolf. Das immer. Wolf? Das ist ganz einfach, wir sind beide Wolf. Echt? Ja. Ach du Scheiße. Doppel Wolf. Wer ist der Werwolf? Oder wer ist der Führer, der das Rudel anführt? Wir sind ein modernes Rudel, wir teilen uns das. Situationsbedingt. Bevor Sie mich treffen, werde ich noch den letzten Schuss hier abdrücken. Ich werde Ihnen sowas von ins Gesicht schießen, dann werden Sie auch nicht mehr leben. Und ich reden. Osten. Dann hören Sie auf, die Geißel anzuschießen, Sie verdammte Irre! Ich habe Ihren Kopf genau im Visier. Und glauben Sie mir, ich treffe. Ich durchtrenne Ihnen den Hirnstamm, bevor sich Ihr Finger krümmen kann. Wir brauchen die Unterstützung von vorne. Papi ist da! Oh. Ja gut, dann gehen wir jetzt halt mal rum. Run, Bitch, run! Ey, der hat uns nicht gecheckt! Doch! Er nein! Kommt. Doch! Oh Gott! Kopf los! Oh nein! Ui, 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 ui. Wo seid ihr jetzt gerade? Ja, auf dem Parkplatz von der Mace Bank. Wo in der Nähe? Mace Bank. Ich
eingefahren in der Zementbaustelle jetzt gerade drin Richtung Norden. Hat sich überschlagen. Sir, geht's Ihnen gut? Au! Tete? Ja? Hilf mir hier raus! Wieso riecht's nach Benzin? Du schaffst das. Oh Gott!